Berlin-Mitte. Hier wohnen Hyde, Mika und Harry. Die Dreier-WG bereitet sich auf einen gemeinsamen Abend auf der Drop-the-Bomb-Party vor. Wie immer sitzt Hyde vor dem Rechner und bewundert sein großes Idol, Moneyboy, obwohl er einen Auftritt mit seiner eigenen Band hat. Der Maurerlehrling Mika, der ständig die Tür der WG öffnen muss, wenn Besuch kommt, schminkt sich bereits. Der Philosophiestudent Erich ist noch immer in sein Videospiel vertieft und ahnt nicht, dass die Party bald anfängt. Sophie, die Freundin von Erich, kommt voller Vorfreude in die WG, doch leider öffnet ihr wie immer niemand die Tür. Jungs! Jungs, mach doch mal auf, Mensch! Wie immer ist es Mika und nicht Erich, der Sophie die Tür öffnet. Der Empfang fällt herzlich aus. Wie lange wollt ihr noch rausgehen? Wie sieht denn das hier aus? Ist immer noch nicht fertig? Naja, wollten wir nicht los? Ich wollte noch zocken und Bier trinken. Zocken und Bier trinken. Wie jeder auf der Party kannst du auch Bier trinken. Ich weiß aber nicht, Mann. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Mann, hier liegen so viele Klamotten rum. Das Pferd, was weiß ich hier. Ist doch eh ja, Mann. Du hast doch schon mal Tunnel. Ja, ich weiß halt nicht. Sophie, die meckert mich die ganze Zeit an, dass ich mich tätowieren lassen soll und mir Tunnel machen lassen soll. Aber ich weiß nicht, ob ich das will. Wenn ich die ganzen Tattoos und Tunnel habe, dann bin ich so festgelegt. Aber vielleicht will ich auch lieber Hip-Hopper werden. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Swag! Ja, ich weiß, aber was soll ich denn machen? Ja, dir welche machen vielleicht, damit du wenigstens andersweise dazu hast. Aber es sieht aus, als würde es voll wehtun. Ey, drop dein Auto nach Hause, Mann. Was wollt ihr denn von mir? Boah, Mann, du bist voll krass Hardcore, da kann das okay Scheiße tun. Komm, lass mich in Ruhe jetzt. Komm, lass los. Ja, zieh dir was an, bitte so. Ja, ich brauch doch nur noch eine Hose, Mann. Och, seid ihr immer noch nicht fertig? Guck mal, ich seh wunderbar aus. Und ihr braucht mal wieder Ewigkeiten, weißt du? Wenn ihr jetzt nicht bald aus dem Arsch kommt, dann kommen wir erst. Ist doch okay, Mann, ihr Alter hat auch schon gemeckert. Ja, was war's? Ist ja auch richtig so, hier, die dummen Hardcore-Assen. Ich geh mal zu Hyde und sag schon mal Bescheid. Oh, immer dasselbe mit diesen scheiß Hardcore-Filmen. Weißt du, da brauchen die Ewigkeiten. Ich will einmal zu Drop the Bomb, das ist einmal im Monat. Und dann kommen die nicht aus dem Arsch. Da geh ich doch lieber zu und trink schön. Drop the Bomb, Alter! Halt! Mach dich endlich fertig! Ich komme!